Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Ihr erwartet heute endlich den Robbie zu sehen, oder? Ja, ich glaube, das erwartet ihr. Und ihr habt mit Sicherheit das Video zu meinem Bit gesehen. Wenn ihr mein Bit noch nicht gesehen habt, dann wäre es jetzt mal an der Zeit. Ja, dann könnt ihr euch mein Bit mal genauer anschauen. Hier, da ist es. Oder ist er? Ja, das ist ein kleiner Handheld, eine kleine Konsole. Na, das Video hier macht nur Sinn, wenn ihr das andere Video geschaut habt. Also, na, da oben irgendwo in der Videobeschreibung, Quatsch, in der Videobeschreibung, oben in der Ecke ist irgendwo hier so, da müsstet ihr das jetzt, also, na, einfach mal anklicken, angucken und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Ja, okay. Alle, die das schon gesehen haben, die machen jetzt einfach direkt weiter. Ja, so, oder sollen wir kurz auf die anderen warten? Nein, wir machen direkt weiter. Ja, heute zeige ich euch Robbie. Das Bit-Gerät habe ich euch beim letzten Mal gezeigt von CircuitMess. Ein wirklich tolles, kleines Handheld-Gerät mit super kleinen Spielchen drauf. Ich finde das total schön. Und da gibt es halt Erweiterungen zu. Und das sind eben die Geschichten hier. Ja, und ihr seht schon, ihr seht im Prinzip auf der Packung schon, was ihr da bekommt. Ihr bekommt einen Roboter mit Leuchtdioden. Ja. Und wie das genau aussieht, das zeige ich euch einfach mal jetzt. Tja, dann lasst uns doch mal schauen, was uns erwartet, wenn wir Robbie öffnen. Ja, da fällt uns als erstes einmal das wunderbare Comic-Heft entgegen. Und das ist, glaube ich, das gleiche Heft. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, oder? Doch, Nummer 1. Es ist die gleiche Geschichte wie die, die ihr schon vom Bit kennt. Ja, dann haben wir hier das Creators Booklet, sehr wichtig. Da gibt es dann nämlich die Anleitung, wie wir das Ganze zusammenbauen und meistens noch eine Information über bestimmte Dinge hier, über Sensorik und so weiter und so fort. Das finde ich sehr spannend, dass man dann hier auch noch so ein bisschen Historie lernt. Es geht halt wirklich darum, dass ihr spielerisch lernt, mit Elektronik umzugehen. Und hier sieht man das auch schon. Ja, hier wird gelötet. Das brauchen wir allerdings normalerweise nicht. Zumindest sollte das bei diesen Geräten hier nicht mehr dabei sein. Und dann gibt es halt die Anleitung, wie wir das Ganze zusammenbauen. Und das machen wir jetzt auch mal. Ja, vorher aber noch kurz die Informationen, hier gibt es auch noch alle Anleitungen in verschiedenen Sprachen. Das heißt, ihr könnt dort einfach auch den QR-Code scannen und bekommt die Anleitung auf Deutsch, falls ihr das braucht. Und hier sehen wir schon alle Teile, die wir brauchen, um unseren Robbie zusammenzubauen. Und da bin ich doch mal sehr gespannt. Ich werde das alles mal upruppen und dann werde ich mal in die Anleitung gucken, dass wir dann auch gleich sehen, wie es funktioniert. So, als erstes habe ich mal die drei Scheiben weitestgehend von der Folie befreit. Hier haben wir noch einen kleinen Fitzelrest dran. Ja, auf beiden Seiten halt Folie, eine durchsichtige, eine nicht durchsichtige. Ja, und dann sieht das Ganze am Ende so aus. Ja, staubt ein bisschen, das haben wir beim Bit schon festgestellt, aber das kann man einfach wegwischen, das ist gar kein Problem. Hier haben wir jetzt die Hauptplatine von Robbie. So sieht das Ganze von hinten aus, so sieht das Ganze von vorne aus. Und da sollen wir jetzt diese Scheibe vorne drauflegen. Und ich hoffe, das passt, weil für mich sieht das so aus, als wenn mein Kondensator hier so ein bisschen schief angelötet ist, aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen, oder? Dann haben wir hier die zweite Scheibe für die Rückseite, die können wir hier auch einfach so drauflegen, auch das passt. Als nächstes brauchen wir dann schon die Schrauben, die setzen wir hier vorne an, können die hier einfach so einsetzen und festschrauben oder durchdrücken, besser gesagt, das sollte eigentlich gar kein Problem sein. Und dann haben wir ja auf der Rückseite die Möglichkeit, mit den Abstandshaltern das Ganze festzuziehen. Und natürlich ist auch wieder so ein Schraubendreher mit dabei, dass ihr das Ganze noch fester ziehen könnt, wenn ihr das wollt. Zack. Das gleiche machen wir dann auch noch mit all den anderen Schrauben, die hier so drin verbaut sind. Ja, wenn wir das dann schon fertig zusammengeschraubt haben, dann können wir die Batterie einsetzen. Das war übrigens ein ziemlicher Akt, diese Batterie aus der Verpackung zu befreien. Aber jetzt habe ich es raus und jetzt können wir es hier so reinschieben. Das sollte dann so funktionieren und dann ist die Batterie auch schon drin. So, und jetzt seht ihr mich ein bisschen ratlos, denn irgendwie haben wir das Ding ja gar nicht mit untergebracht. Warum haben wir das Ding dann nirgends mit untergebracht? Das ist tatsächlich ein Bonus, den wir hier anbauen können. Dafür müssten wir die oberen Schrauben wieder lösen und dann könnten wir den hier noch mit dahinter setzen zum Beispiel. Ja, und dann können wir hier lustige Aufkleber draufkleben, denn die sind nämlich auch mit dabei. Das wäre dann hier so planetenmäßige Aufkleber. Ja, das ist in der Anleitung komischerweise nicht erwähnt, aber wir bauen das einfach mal schnell um. So, jetzt haben wir einmal kurz die Aufkleber aufgeklebt. Ja, da habt ihr genug Spiel, genug Luft, das ist gar kein Problem. Ja, und dann könnt ihr das hier hinten einfach mit dazu schrauben. Ihr könnt das aber auch weglassen. Das ist offensichtlich nicht ganz so tragisch, weil in der Anleitung steht es ja halt, wie gesagt, auch nicht drin. Ja, und jetzt geht es um die Leuchtdioden, denn da sind ja auch noch Leuchtdioden bei. Ja, ja, die habt ihr am Anfang gar nicht gesehen, aber die sind dabei. Schaut mal, hier. Jede Menge Leuchtdioden und wir haben hier auf jeden Fall 4 Plätze für diese Leuchtdioden und ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn wir die da jetzt einsetzen. So, ich habe jetzt mal 2 rote und 2 grüne eingesetzt. Ja, das ist einfach so reinzustecken, die kann man dann auch ganz leicht wieder rausziehen, das geht, das ist gar kein Problem. Also man muss die nicht verlöten, man kann die einfach so draufstecken. Na, mit ein bisschen Druck sind sie dann auch ein bisschen fester noch. Ja, aber einfach so, zack, so weit draufstecken, wie es eben möglich ist, das geht. Ja, und dann sitzt das auch fest und dann ist das auch cool.
Ja, und dann könnt ihr hier den Schalter umlegen und dann sollte ein bisschen was passieren. Aha, ihr seht schon, die grünen Lampen gehen an, das ist schön. Und dann haben wir noch einen zweiten Schalter, wenn wir den auch noch umlegen, dann gehen auch noch die roten Lampen an. Ja, sehr schick. Ja, der hat jetzt alle Lampen an, der Kollege, und ist im Prinzip einsatzbereit. Was die Lampen genau bedeuten, weiß ich allerdings nicht. Ja, es sieht auf jeden Fall witzig aus. Und falls ihr andere Vorlieben habt, könnt ihr natürlich auch noch andere Leuchtdioden einsetzen. Wir haben hier noch gelbe und weiße mit dabei. Ihr könntet hier also auch vier verschiedene einsetzen, wenn ihr das wolltet. Es sind genug mit dabei. Dann haben wir da noch diese Sammelkarte mit dabei. Und ja, da steht auch ein bisschen was drauf. Und auf der Rückseite gibt es einen QR-Code für ein geheimes Spiel. Zeige ich euch jetzt natürlich nicht. Und falls ihr euch erinnert, beim letzten Mal gab es ja noch diesen Standy. Ja, als ich den Bit zusammengebaut hatte, war da dieser Standy mit dabei. Und der soll dann jetzt hier für die Spiele sein. Kann man hier so draufstecken. Ja, und dann sitzen die auch fest. Ja, das könnte man machen, wenn man will. Wenn man mehrere Spiele hat, macht das auch Sinn. Ansonsten ist das jetzt hier tatsächlich ein zusätzliches Spiel für die Bit-Konsole. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. So, schaut mal, wir können das Spiel nämlich hier oben einfach draufstecken. Und dann haben wir unseren Bit auch direkt noch ein bisschen erweitert. Und dann können wir theoretisch, wenn wir rankommen, kommen wir gerade nicht mehr ran, ja, wir können das Gerät hier wieder anschalten. Ja, und dann können wir hier einfach oben das Spiel draufstecken. Und dann sollte was passieren. Da, Robbie plugged in. Save, unlocked, ne Game unlocked. Haha, wir haben ein Spiel freigeschaltet. Welches Spiel haben wir denn da jetzt freigeschaltet? Schauen wir mal. Da unten ist er. Da ist es. Was haben wir denn da für ein Spiel freigeschaltet? Robbie. Wollen wir mal schauen, was wir haben. Rotate und Shoot. Aha. Das sieht doch auch sehr bekannt aus. Das kommt euch doch bekannt vor, oder? Das ist ja lustig. Ja, und sowas schaltet man mit diesen kleinen Zusatzmodulen frei. Und das ist halt wirklich eine wunderbare Art und Weise, spielerisch mit Elektronik umzugehen. Ich finde das total super und ich finde diese Spiele auch total super. Ich finde das schön, dass die dann in dieser Art und Weise gestaltet sind, dass man die da so oben drauf stecken kann. Ja, dann das mit den Planeten finde ich eine witzige Idee. Ja, und da gibt es halt noch jede Menge anderer Spiele. Und ja, wie ihr da rankommt, das kann ich euch ehrlich gesagt gar nicht sagen momentan, denn aktuell werden die in Deutschland so noch nicht verkauft. Es gibt Möglichkeiten, da ranzukommen auf jeden Fall. Ja, die üblichen Stationen könnt ihr da anfahren und da habt ihr dann auf jeden Fall die Möglichkeiten. Ansonsten könnte es sein, dass wenn die das geschafft haben, auf der Spielwarenmesse an den Mann zu kommen, dass das Ding dann demnächst auch ganz normal in deutschen Ketten wie Müller und so weiter zu bekommen sein wird. Ich würde es witzig finden, weil das Gerät ist auf jeden Fall super cool und hat es absolut verdient, hier am Markt zu sein. Und ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei den beiden lieben Menschen von CircuitMess, die mir auf der Spielwarenmesse dieses Gerät und natürlich auch den Robbie mitgegeben haben. Es war eine wahre Freude und ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall auch nächstes Jahr. Und euch sehe ich hoffentlich tatsächlich dann schon in den nächsten Tagen wieder, ja, wenn ihr dann das nächste Video von mir schaut. Ja, und wenn ihr Bock habt, besorgt euch mal so ein Ding hier. Ja, ich glaube, die freuen sich. Ja, bei mir könnt ihr mal ein Abo dalassen, da freue ich mich. Ja, und den Daumen drücken und die Benachrichtigungsglocke mal eindrücken und gerne kommentieren, wie gefällt euch das hier. Ja, und auch wieder anschalten, das würde mich auch sehr freuen. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Ne? Alles klar, dann bin ich jetzt raus an dieser Stelle. Ich muss jetzt erstmal weiterspielen gehen. Ja, diese Spiele sind ja alle süchtig machend. Das ist auf jeden Fall ein Spaß. Ja, hier haben wir jetzt mit Robbie auf jeden Fall dieses Asteroid-mäßige Spiel freigeschaltet. Und da werden wir jetzt erstmal die nächsten Stunden mit verbringen, oder? So sieht's aus. Alles klar, dann bin ich raus. Macht es gut. Tschüss. Was ist denn los? Ach so, das Ende vom Video. Ha. Ja, da oben, da gibt es ein Video von Mike, das könnt ihr euch angucken. Da unten ist eine Playlist, da könnt ihr auch mal reinschauen. Und da drüben, ja, da sind so ein paar andere Kanäle zum Abonnieren. Ja, das war's jetzt. Tschüss.